Willkommen zurück in diesem wunderschönen Mass Effect Spiel. Ich fasse es nicht, dass Ihnen die Asari-Arche so egal ist. Wir haben hier 100 Probleme. Wir brauchen Unterstützung, Erfahrung. Ja, sicher. Holen wir noch mehr alte Schachteln, die darüber streiten, was wir tun sollen. Wenn man lange genug wartet, lösen Probleme sich in 90% aller Fälle von selbst. Wenn Ihnen die Rettung der Asari-Arche gleichgültig ist, werde ich mich eben darum kümmern. Sehen Sie, Problem gelöst. Weitermacht, Dünen. Eine Idee des Bürgermeisters. Weil wir weitermachen müssen. Politiker. Stets hilfreich. Okay. Let's ram it! Oh. Oh Gott. Da kommen sie! Hey Kleiner. Bitte meine Überraschung gefallen. Verdammt, bist du laut für das Spiel. Auch wenn wir den Kampf fertig, dann muss ich die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Keine Ahnung, warum das Ding gerade so laut ist. Noch so einer. Controller scherzt wieder nicht. Dumb tickets up. Okay. Warum haben sich wieder Einstellungen geändert bei meinem Spiel? Warum ist es auf einmal so laut? Verdammt, war das laut. Audio. Dialog. SFX. Musik war auch ein bisschen extrem gerade. Wenn das. Ach, habe ich jetzt nicht gespeichert, verdammte. Kreide! Kreide! Verdammte Kreide! Okay, klingt ein bisschen besser. Ja, wir wissen es. Verdammt ist die Musik gerade intensiv. Das ist wahrscheinlich wieder einfach unterschiedlich in verschiedenen Gebieten. Was mache ich hier? Keine Ahnung. Eine Konsole deaktivieren. Werde angeschossen. Team? Das können nicht die einzigen Generatoren sein, die die Cat hergebracht haben. Angesichts der starken Kräftesetz auf Eos würde ich Ihnen zustimmen, Pathfinder. Wir müssen einfach weiterhin alle abschalten, die wir finden. Ah ja, ist das eine... Schalte 10.000 verschiedene Generatoren-Missionen aus. Das Ding ist laut. Unser Freund hat aus einem Cat-Bunker angerufen? Wir wissen nicht, ob er ein Freund ist. Bist du Freund oder Feind? Na, wen haben wir denn da? Freut mich, dass Sie sich entschieden haben, hier aufzukreuzen. Ist das Ihr Werk? Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Mein Name ist Bane Massani. Die Kettjagd ist so eine Art Hobby von mir. Cat zu töten ist kein Zeitvertreib. Was Sie nicht sagen. Es ist nämlich das Einzige, was ich bisher auf Eos gemacht habe. Dieser Planet ist ein Cat-Magnet. Ich habe sie aufgespürt und einige Orte markiert, die man ins Visier nehmen könnte. Sie haben schon einige von ihnen erledigt. Aber da ist immer noch das Kronjuwel. Ihre Hauptbasis. Sie werden sie ausschalten müssen, wenn sie ihren schicken neuen Außenposten beschützen wollen. Es gibt nichts, was ich für die Sicherheit von Prodromos nicht tun würde. Freut mich zu hören.
Ich schicke Ihnen die NAV-Punkte auf Ihr Universalwerkzeug. Letzten Endes werden wir auch Ihr Kronjuwel angreifen müssen, Ihre Hauptbasis. Aber ich glaube nicht, dass Sie dafür schon bereit sind. Fresse, das bin ich. Klar bin ich bereit dafür. Okay, es ist Ihre Beerdigung. Ich kann Ihnen ja schlecht verbieten, dumm zu sein. Viel Spaß auf der Jagd, Pathfinder. Fresse. Passen Sie auf sich auf, Masani. Das habe ich vor. Ist mir egal. Ah, das machst du gerade. Was soll ich scannen? Aura? Nee. Ich mache nicht jede Mission in dieser Map. Die macht komische Geräusche. Das mache ich gar nicht. Was soll ich scannen? Soll ich die scannen? Warum machst du? Ja, aus hier den riesigen Reliktarchitekten holen wir uns als nächstes neben der kleinen anderen Nebenmission. Yep. Ziele ausgeschaltet. Okay, markiere ich mir mal die anderen Sachen. Kaserne, ah, die liegt direkt neben uns. Machen wir das dann zuerst einfach. Ich habe keine Angst vor der Kaserne. Schaut nicht gefährlich aus. Aber zuerst stelle ich mir noch ein anderes Team zusammen. Wir haben eine ganz schön holprige Fahrt hinter uns. Ich bezweifle, dass eines unserer Fahrzeuge je derart hart auf die Probe gestellt wurde. Wir sind so gut ausgerüstet wie nur irgendwie möglich. Gil hat den Nomad perfekt auf Eos eingestellt. Okay, anderes Team. Anderes Team. Wen haben wir da noch? Wenn wir mitnehmen können. Wen hatten wir noch nicht? Ist ja die Frage. Char. Und Liam. Mal schauen, ob die sich anmalen. Oder? Char und Drag. Die zwei. Die werden wohl zurechtkommen. Richtig, Team. Versuchen wir mal die Abkürzung zu nehmen. Okay. Dann halt nicht. Wow. Auf darum zu slippen, sliden. Warum ist gerade zurück, Team? Deine Geschichten. Gezogen. Verdammt. Was war das gerade für ein Drift? Verdammt, der hat uns aber Schub gegeben. Ich schätze, ich kann da nicht rein. Nein, nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was habe ich erwartet? Was? Was hat er gesagt? Wow, nein! Verdammt! Was stimmt mit dir nicht, Nomad? Oh je. Oh je. Ah, Eos. Ich hasse den Planeten am meisten. Aya verfolgt die Entwicklungen auf Eos mit großem Interesse. Ich bin ein Victor. Ihr solltet euch dorthin zurückziehen, wo sich der Rest von euch verkriegt. Ich würde euch ja mit der Hinrichtung der Gefangenen drohen, aber sie sind längst tot. Lasst euch das eine letzte Warnung sein. Ich bin Pathfinder, bla bla. Ja. Voll einer ist. Ich nehme an, irgendwann gehen einem die Namen aus. Okay, gehen wir rein. Gute Arbeit! Wir haben noch gar nichts gemacht. Ist er gerade ausgewichen? Geht gar nicht. Verdammt, sind mein Schuss irgendwo hin.
schwöre, in diesem Spiel ist nicht wirklich. Zieht das sich ziemlich schwierig. Mach ich. Okay, ich sehe. Bye. Ja, wird er wieder zurückkommen. Geschütz ist ganz wichtig. Eins von zwei. Mein Leben. Oh ja. Ganz wichtig. Das war schön für die Ohren und die Augen. Was? Warum kommen jetzt Verstärkungen? Gute Arbeit! Hinter mir? Oh nein, sorry. Der Zeitglitch, yes. Perfekt Zeitglitch Spot. Oder doch nicht. Okay, doch. Doch noch mal gespannt, oder? Das will ich mich mir nicht nein. Okay, jetzt holen wir uns das Geschütz. Oi. Okay. Okay. Wer lebt denn da noch? Natürlich, der Dicke. Danke. Gott, dass wir aufsperren hier. Terminal aktiv. Bleiben Sie in Reichweite. Oh. Hold the line. Bye. Wir mit dem Scharfschützengewehr schwierig zielen. Okay, holt sich den High Ground. Habt ihr die Shotgun-Schüsse in der Luft gesehen? Okay, kommt noch was? Mal kurz durchbluten. Und die Aussicht genießen. Pathfinder, wir haben, was wir brauchen. Ja, rein da. Mal Hallo sagen. Jo, es wird fertig machen. Nicht alle Missionen. Ich nehme an, das ist der befehlshabende Cat. Was auch immer ich gerade gemacht habe. Tiere genannt. Wie
viele von denen gibt es hier eigentlich? Oh, mein Barbär, dich lieber. Hi. Auch hinter mir auch. Let's get him. Wo habe ich den gerade hingeschossen? Haha. Ah, klitscht den hier rum. Ah, wir sind zu schnell für die. Keine Probleme. Außer Huckschnacker vielleicht. Noch was? Deckung. Die bauen nicht die besten Deckungen, die Cats. Dann müssen wir zurück. Okay. Oh, Super Jump Rider wieder. Overkill Jump. Nenne ich ihn. Das ist beleidigend. Unsere Perfektion kennt keine Niederlage. Aha. Ah, oh, ist nicht runtergeflogen. Nein! 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 Apropos runterfliegen. Ich fliege runter. Das Team wird ihn schon erledigen. Deaktivieren Sie den Alarm, bevor Verstärkung gerufen wird, Pathfinder. Ah. Wo ist dieser Alarm? Hier? Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Gute Arbeit. Wie zeigt doch die Karte was an? Was zeigt die Karte da an? Cat-Präsenz untersuchen. Flow ist nice. Wolf ist easy, easy mode. Noch was? Musst du wahrscheinlich irgendwo was scannen. Damit. Dann wieder Unterstützung gekommen. Ist egal, ob Überreste. Ich werde jetzt nicht eine Stunde rumsuchen. Oder?
oder? Er hat mir gerade angezeigt, dass ich hier rein muss, oder? Ah, dann gehen wir halt eine halbe Stunde herumsuchen. Ist hier was? Nein. Er geht irgendwo hin. Sehr schön. Wo rennst du hin, Kleiner? Komm hier. Ja. Okay, was haben wir hier? Gehen wir das lieber anschauen. Was? Okay, wir müssen wieder zurück. Oh. Aktiviere 3 von dem, aktiviere 3 von dem. Da rennen wir jetzt schnell durch. Wo ist der? Kettpanzerung. Sogar Gold. Was? Bye. Ich hoffe, das funktioniert und reicht. Weiter vordringen. Weiter vordringen. Was? Ein Big Dude. So, jetzt da. Bring mich rein. Jetzt ist der gute Lootwender drinnen. Lade Munition da! Team, der ist direkt vor uns. Rusht einfach da um die Ecke, der Kleine. Da war irgendwo ein Schuss. Zeit? Zeit zum Nachdenken. Was fightest du da oben noch? Nichts. Okay. Oh no. I hate you. Und dump das Ding. Das fand ich am meisten hasse. Damit laden wir nach. Ja, das war klar. Vielleicht kommt er nicht vorbei. Vielleicht kommt er einfach nicht vorbei. Wo denn her? Ah, verdammt.
Oh boy. No, well, now override back. Habe ich nicht irgendwo Spezialmoni? Controller! God damn it. Was für Fails. Pathfinder, Verstärkung wird in Kürze eintreffen. Oh no. Das Ding doch aus! Ich hasse diese Invisitoren. Ah, Gott sei Dank. So, was wollte ich jetzt? Welche Taste wollte ich drücken, dass ich Spezialmoni krieg? Hier ist es! Wem fightest du gerade? Shuttle im Anflug, Pathfinder. Ja, anscheinend regelt unser Programm das schon. So viel ich das mitbekomme. Keine Sorge, wir haben einen Kroganer. Oder so. Ah, Lootraum. Hoffen wir Skatpanzerungen. Okay. Das war's. Die Basis ist offline. Alles draußen auch. Sehen Sie nur. Können diese nicht wieder einschalten einfach? Können wir diese nicht besetzen? Wo war denn der Typ, der uns angemalt hat die ganze Zeit? Na leider. Das sagt mir gar nichts. Nette Aussicht. Was hatten sie denn dann? Eine nette Aussicht. Okay. Zum Reliktwurm. Schauen wir mal, ob ich raus teleportieren kann. Oder ob es einen Schnellausgang gibt. Oh. Ja. Den haben wir. Ich weiß nicht, mir wurde versprochen, dass die Basis gezaubert ist. Ja, ja. Ich will eigentlich nur raus hier. Okay. Okay, da war noch was. Diesen hier. Ja. Okay, dann nehmen wir einfach den schnellen Superjump-Weg raus. Whee! Es geht doch nichts über eine Ehrenrunde. Bleiben Sie wachsam. Nur für den Fall. Diese Basis ist jetzt nur noch eine leere Hülle. Genauso wie es sein sollte. Ich glaube, ihr lügt. Ich glaube, da habe ich noch haufenweise Gegner gesehen, die wir am Leben gelassen haben. Ich will einfach von Eos runter. Eos interessiert mich am wenigsten, der Planet. Den finde ich am langweiligsten. So. Warte. Warte, sagt. Rechts rüber. Leicht. Hier. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Lass mich in die Richtung schauen, wo ich wieder schauen will. Sie können diese Welt gerne haben. Selbst ohne die Cat würden nur wenige von uns je hierher kommen. Zu heiß. Nee, das interessiert mich gerade auch nicht. Nur runter von Eos will ich. Das ist der letzte Ort. Und auch hier haben unsere verschwundenen Kisten Tiere angelockt. Die Viecher sind erledigt. Aber wie es aussieht, sind diese Kisten genauso leer gefressen wie die anderen. Pathfinder,
Durch die Untersuchung der Vorratslieferungen konnte ich einen möglichen Ursprung der Manipulationen ermitteln. Okay, der Nav-Punkt eines Verstecks. Sehen wir doch mal nach, wer seine Diebstähle derart umsichtig geplant hat. Ich habe die Positionen markiert, Pathfinder. Oh, wo ist es? Es ist irgendwo wieder natürlich. Okay, seismischer Hammer. Und schnell speichern. Geht doch. Das bringt mich zum Reliktarchitekten. Richtig? Okay, ich löse den ersten Hammer aus. Alle irgendwo festhalten. Relikte von unten! Das machen wir nochmal. Ziemlich großes Beben für ein paar Relikte. Platzieren wir den nächsten Hammer. Ich hasse es. Ich hasse, dass jede Mission hier mehrere Schritte hat. Das ruiniert mir das Spiel. Repetitive bis zum geht nicht mehr, diese Missionen. Da waren die anderen Planeten viel besser. Wir passen uns an jede einzelne Welt an. So hält man die Dinge am Laufen. Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Das wird doch kein Schwein. Wir müssen seismische Hammer platzieren. Sägezahnplateau. Es erinnert an den Kiefer eines Drachen. Ich frage mich, was alle diese Teile der Reliktech früher waren. Alles zerfällt. Damit sollte man keine Zeit vergeuden. Ja, apropos keine Zeit vergeuden. Fremde, direkt auf unserem Weg. Hey, yo, Bro. Wer seid ihr denn? Ja. Ein Pathfinder, huh? Da muss ich ja nicht fragen, ob Freund oder Feind. Ich wusste nicht, dass jemand von der Nexus hier draußen sein würde. Sind wir auch nicht. Wir kommen von der souveränen Nation Advent ein paar hundert Klicks in dieser Richtung. Unsere Nation. Ohne Einmischung der Nexus. Wir sind nicht nach Andromeda gekommen, um Direktor Tans Regime zu unterstützen. Wir in Advent sind freie Bürger. Ich habe kein Problem mit Ihnen oder Advent. Ich erfülle hier eine Mission. Ich habe kein Problem mit Pathfindern. Wir haben sehr ähnliche Aufgaben. Unser Wasserspiegel ist kürzlich gesunken, als würden die unterirdischen Flüsse austrocknen. Wir sind dem Problem bis hierher nachgegangen. Es gab seismische Aktivitäten. Wir nutzen sie und einen Überwachungshammer, um die Flüsse anzuzapfen. Oh, Scheiße. Advent braucht diesen Wasservorrat, um unabhängig zu bleiben. Wie wär's mit einem Deal? Unsere Suche hat ein Erdgasdepot in der Nähe entdeckt. Zapfen Sie es an, bauen wir das Gas ab und handeln mit Ihrem Außenposten. So profitieren alle. Oh. Unser Außenposten kommt mit dem vorhandenen Wasser zurecht. Okay, einverstanden. Sehr gut. Ich sage Ihnen, wo Sie loslegen müssen und rufe unsere Minenarbeiter. Die Nation von Advent dankt Ihnen. Ich gehe jetzt. Viel Glück da draußen. Nee, wirkt nicht sehr interessanter Typ. Ich glaube auch nicht, dass es sehr viel über die Station von Advent gab. Hinter mir. Okay. Dann schauen wir mal hier rein. War das anscheinend doch nicht der Architektenfight? Die Fließbewegung hat sich verschoben. Aber wir können die unterirdischen Flüsse von hier aus anzapfen. Was ist mit den Bedürfnissen der Bewohner von Advent? Das Erdgasdepot ist bei der anderen Position. Das wäre eine Hilfe für Advent. Aber wir können nicht beides machen. Warte mal, was? Okay, hier rauf. Keine Ahnung.
Eos interessiert mich nicht. Sorry. Eos ist fad. Ein fader Wüste. Die anderen Wüsten gefallen mir viel besser. Jeder Planet nutzt Tech auf andere Weise ab. Normalerweise so sehr, dass ich am Ende laufen muss. Toll. Danke. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? Ah, da ist er ja. Kennen wir doch schon, Ryder. Lade Munition nach! Mit dem Knie. Greifen Sie den Kopf an, er ist ungeschützt. Ja, wir aber nicht. Jetzt ab. Was machst du? Wir haben noch mehr gebaut. Ja, ich kenn das schon. Schau aus dem Weg! Jetzt haut der Typ wieder ab. Moni. Ja, ich kann eh schon. Der kommt hier nicht weit nochmal. Hat Unterstützung auch noch, krass. Mach ich. Helfen mir die freien Leute von Edwin auch bei dem Fight. Okay, was haben wir jetzt für Spezialmoni? Das liegt auf einer beschissenen Taste. Pyro. Zählen Sie auf die Beine! I know. Der Pyro wird gegen den gar nichts machen. Zählen Sie auf den Kopf! Klar, Team.
Kriegt der andere Moni noch? Carbon Moni? Nein. Wir machen auf dem Feld! Direkt vor uns, nett. Guter Gorgana. Greifen Sie die Beine an! Mach ich. Rein da. Und er haut wieder ab. Okay, wo bist du denn, Großer? Yes. Oh. Wo willst du hin? Hier direkt neben mir? Welches Bein brauchen wir? Wow! Er schaut mir direkt mal ins Gesicht. Ein bisschen zu nah an mir dran ist der Typ gerade. Lade Munition nach! Okay. Ziehen Sie auf seinen Kopf! Ja, mach ich. Beine. Mach auf die Beine. Neue Relikte auf dem Feld. Wow, direkt vor mir. Rein da, Krogana, rein da. Die Beine sind seine Schwachstelle. Ja, ja, wir kennen's. Die Waffe machte kurze Arbeit. Oh boy. Deckung. Deckung. Eine Feuerkombi bekommen. Unglaublich. Gut gezielt. Das ist die Chance. Greifen Sie darauf zu. Ich renne schon. Ich renne schon. Sind knackig. Ryder, hier Hanley vom Außenposten. Ich hatte gerade einen gewaltigen Ausschlag auf dem Seismographen. Der Architekt? Ja, er ist den Hämmern gefolgt. Ausgezeichnete Arbeit, Ryder. Der Außenposten ist sicher. Und der Architekt müsste uns genau das geben, was wir brauchen. Are you welcome? Okay, haben wir hier noch was Interessantes auf der Karte, was ich machen will? Wie schon gesagt, ich würde nicht so viel Zeit in EOS reinstecken. Doch EOS egal. Alle Drohnen finden, das machen wir auf keinen Fall. Zehnter platzieren, 0 von 5 auf keinen Fall. Alle Drohnen finden, nein danke, nein danke. Ah ja, diese Mission hatten wir noch. Dann gehen wir zurück ins Lager. Ich muss hier bei der Hauptmission weitermachen, die Crew gibt mir nichts mehr zum Reden. Gut zu wissen, dass wir mit drei Planeten eigentlich hier schon ziemlich fertig sind. Ach, komm schon hinauf. Wow, haben das alles die Cat gebaut? Zum Glück haben wir ihre Basis erledigt. Sonst hätte daraus ein ganzer Stützpunkt werden können. Big Money! Oh yeah!
Oh yeah. Ah, da hat man ein kleines Lager. Näher, Pathfinder. Sonst eröffnen wir das Feuer. Aha. Wenn Sie diejenigen sind, die diese Diebstähle der Vorratskisten verschleiert haben, glaube ich nicht, dass Sie einen Kampf wollen. Freut mich, dass Sie sich für eine friedliche Lösung entschieden haben. Wer sind Sie? Chase Gagnon. Ich war früher beim Wartungsdienst. Hören Sie, Sie hatten recht. Wir wollten niemanden verletzen. Deshalb sind wir auch hierher zurückgekommen. Wir wollten keine Gesetzlosen sein. Wir haben Familie auf der Nexus. Aber wir dachten nicht, dass wir willkommen wären. Tan ist nicht gerade versöhnlich und vermutlich haben wir das auch nicht verdient. Wie sind Sie zu dem hier geworden? Zu was? Exilanten? Es gab keine Hoffnung. Sie müssen das verstehen. Wir dachten, wir würden alle sterben. Aber als wir verbannt wurden, haben wir erkannt, dass es noch schlimmer sein kann. Die Leute sind übereinander hergefallen. Das konnten wir nicht. Also haben wir uns hier draußen versteckt. Und wir dachten vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Pathfinder. Ich kann nicht zulassen, dass Sie so weitermachen. Das wissen Sie. Wir wollen überhaupt nicht weitermachen, Pathfinder. Wir haben es einfach versucht, okay? Wir haben es versucht und alles vermasselt. Das ist keine sonderlich ausgefeilte Rechtfertigung. Soll es auch nicht sein. Wir hatten Angst, wir haben schlimme Dinge getan und wir bereuen es. Kann sein, dass wir Idioten sind. Kann sein, dass wir besser nie hierher gekommen wären. Aber wir wollen daran glauben, dass es einen Weg zurück gibt. Idioten in meiner Kolonie? Ich werde lange genug wegsehen, damit sie verschwinden können. Das ist die einzige Chance, die sie von mir kriegen. Sie wissen, dass wir gezwungen sein werden, um unser Überleben zu kämpfen. Dazu, anderen etwas wegzunehmen. Solange sie es nicht hier machen, ist mir das herzlich egal. Ich hoffe... Ach, scheiß drauf, ich hoffe nicht. Ich weiß, dass sie uns niemals wiedersehen werden. Wäre nicht schlecht für euch. Ich weiß nicht mal, wie du ausschaust, ehrlich gesagt. Wir haben nur um die Hecke geredet. Aber runter von meinem Planeten. Brauchen keine Idioten hier. Was bist du? Oh. Drecksmissionen. Ach, schau, die führt dich nur auf der ganzen Map herum, diese Mission. Na, also, ja, das will ich. Na. Ah. Ich will wieder auf World, wo der Himmel schön ist. Ich bin gerade im Nomad. Deswegen, der kann hier nicht angefordert werden. Es ist schade, dass Ihr erster Außenposten militärisch sein musste. Aber ich kann diese Entscheidung verstehen. Was soll das denn heißen? Will keiner Sicherheit haben? Nee, Sicherheit. Überbewertet. Meine das braucht doch niemand. Dankt Ihnen, Pathfinder. Ah ja. Passen Sie auf sich auf, Darkett. Und Sie auf sich, Pathfinder. Was haben wir hier? Wir haben die Vorräte an Gesetzlose verloren. Kleinigkeiten waren noch zu retten, aber insgesamt war es ein Desaster. Wir müssen vorsichtig sein. Ihre Empfehlung wurde vermerkt, Pathfinder. Gott sei Dank haben wir einen militärischen Außenposten, um den Exfiltranten zu zeigen, was hier abgeht. Der hat nichts Gutes. Bergungsgüter verkaufen. Schau. Das ist die Waffe, die wir neu bekommen haben. Und da haufenweise von den Sachen, die ich noch nirgends dazu eingebaut habe. Ich brauche CU. Oh, mich scherzt keine Mineralstoffe abbauen. Nein, Mann. Da gab es doch noch Missionen zum Abgeben. Oh. Ist das wieder eine Nebenmission? Verdammt, ich will doch keine Nebenmissionen hier mal machen. Oh, schauen wir schnell rüber. Vielleicht führt das mich nicht irgendwo wieder hin. Hey! Habe ich mir durchgelesen? In diesem Datenpad wurde der Name Jennings erwähnt. Aha. Hier, Axel.
Jennings. Nein. Dieser Name. Das ist nicht der Typ aus Mass Effect 1. Und den Jennings-Klon hier. Oder irre ich mich? Jenkins, right? Ryder. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jeder... Oh. Lass mich ran an deine Konsole, Mann. Muss ich die noch scannen? Hiermit wurden eindeutig von Relikten verursachte Wunden versorgt. Laut diesem Datenpad hatten die Arbeiter versucht, sie zu kontrollieren. Aus der Wunde. Oh. Ich darf anscheinend nicht mal aus dem Raum rausgehen. Oh, kann ich darüber teleportieren? Oh, wie spät sind wir in der Folge drin? Wie spät? 50 Minuten. Oh, vielleicht geht sich das aus. Ohne dass sie mich irgendwo hinschicken und die neue Waffe testen. Das ist mal was Gutes. Sturmgewehre. Valkyrie. Wann haben wir die denn bekommen? Das war jetzt auch nicht die Mission. Die Waffe. Das war die Waffe. Hm. Hallo? Mein Spiel gerade gefrozen. Oh! Ja, das ist es. Es ist gerade gefrozen. Okay, Episode vorbei. Peace out!